Mein Traum von Europa wäre ein wirklich demokratisches Europa, was sich nicht an wirtschaftlichen Interessen ausrichtet. Europa darf seine Seele nicht verlieren. Es muss lebenswert bleiben für alle, die hier leben, ob schon immer oder neu dazugekommen. Ich bin für ein soziales Europa, wo Menschen ihr Menschenrecht auf Wohnen wirklich ausleben können. Es reicht nicht, nur in Deutschland aktiv gegen Rassismus zu sein. Wir müssen das europaweit tun. Überall in Europa müssen die Mindestlöhne steigen, damit wir von Arbeit leben können. Waffenexporte wollen wir verbieten. Wir bekämpfen Fluchtursachen, nicht Geflüchtete. Mehr Geld für Gesundheit, Wohnen und Bildung durch höhere Steuern auf Konzernprofite. Was die Besteuerung der Großkonzerne angeht, da ist die Linkspartei die einzige Partei, die das auch über die Parlamente fordert. Hier ist Menschlichkeit gefragt. Der Klimawandel ist kein neuer Fakt. Wir sind jetzt einfach die letzte Generation, die noch wirklich die Chance hat, gravierende Auswirkungen zu verhindern. Die Linke ist für mich die Stimme der sozialen Bewegungen in dem Parlament. Ich bin Özlem Demirel. Und ich bin Martin Schürdewan. Wir treten an, um Europa sozial zu machen. Darum zur Europawahl am 26. Mai. Die Linke wählen.